Wir haben tatsächlich den Standort in Köln-Gremberghofen an der Frankfurter Straße auferweckt und zum Leben erweckt, muss man sagen. Ein Grundstück direkt am S-Bahnhof Köln-Frankfurter Straße und konnten den Kölnern, glaube ich, zeigen, dass es ein guter Bürostandort ist. Ja, ein absoluter Meilenstein. Das ist was ganz Besonderes, dass wir natürlich in einer solchen Größe auch das Quadra jetzt beziehen können, unseren Mitarbeitern gute Arbeitsmöglichkeiten hier auch anbieten können. Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich schon in der Gebäudeplanung frühzeitig berücksichtigt worden, dass wir mit modernen Arbeitsumgebungen uns befassen müssen. Wir haben ein hochflexibles Bürogebäude entwickelt mit konsequent gestalteten Kernzonen und großen Arbeitsbereichen um die 400 Quadratmeter, in denen sehr flexibel Gruppenbüros, Einzelbüros, Doppelbüros, aber eben auch wirklich Großraumarbeitsumfelder entstehen können mit ganz flexiblen Loungezonen, Cafeterien in den Zwischenbereichen. Also ein gutes Arbeitsumfeld, und wir sind sehr dankbar, dass die AOK mit ihren Planern und auch mit der Geschäftsführung natürlich da sehr gut mit und weitergedacht hat. Ich kann ganz anders eingehen heute auf Veränderungen im Arbeitsleben. Das konnten wir in den alten Gebäuden nicht. Ja, da hätte ich kaum Wände wegreißen können. Hier kann ich alles neu gestalten. Keiner von uns weiß, was in den nächsten 5 oder 10 Jahren kommt. Und das wird hier in diesem Gebäude ganz anders dargestellt werden können. Und da freuen sich die Mitarbeiter auch. Wir haben wirklich eine moderne, hell, lichtdurchflutete Räumlichkeiten. Und das ist, glaube ich, eines der ganz großen Pluspunkte, die wir hier mit dem Gebäude umsetzen können. Ich glaube, dass der Impuls sehr wichtig ist, vor allen Dingen auch, dass wir mit dem Gebäude ein nachhaltiges Gebäude geschaffen haben. Wir arbeiten mit Luftwärmepumpen an dieser Stelle. Wir haben eine Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Wir haben gute Grünflächen, sehr lichte, Tageslicht durchflutete Büroräume erstellen können. Und ja, natürlich waren wir auch sehr dankbar, dass gerade der erste Eindruck der Oberbürgermeisterin ein sehr positiver war. Mit dem Betreten des Gebäudes hat sie sofort ein großes Lob ausgesprochen. Das hat uns gefreut. Das hat auch wirklich Niveau. Also die Farben der Wände spiegeln sich wieder in der Polsterung und die Steinmaterialien sind schön aufeinander abgestimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass die Mitarbeitenden sich hier auch wirklich wohlfühlen. Und ja, immer dann, wenn man sich wohlfühlt, erbringt man auch die beste Arbeitsleistung. Wir hatten hervorragende Partner. Es hat angefangen mit den Behörden, die wirklich sehr kompetent, zügig und zielorientiert hier genehmigt haben. Zum anderen mit den Generalunternehmern, die fachliche Kompetenz gezeigt haben und hervorragend zusammengewirkt haben. Und das Dritte war der Nutzer. So was wünscht man sich eigentlich, da die Zusammenarbeit, zielorientierte Entscheidung, jederzeit das Ziel im Blick, den Einzug und die Unterstützung der Baustelle, ein Traum. Und diese 4 Teams, Behörde, Generalunternehmer, Nutzer und die DIBAG, haben das Ganze ausgemacht. Innerhalb von 24 Monaten und dann noch vorfristig das Gebäude fertigzustellen, ist für uns ein Meilenstein. Ganz wichtig ist uns aber auch festzuhalten, dass die Zusammenarbeit mit der DIBAG hervorragend funktioniert hat. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis sowieso, aber über die lange Bauzeit hinweg. Wir sind ja vorzeitig fertig geworden mit allem, was bei all den Schwierigkeiten, die auch gewesen sind. Und ich bin sehr, sehr zufrieden und sehr stolz darauf, das Gebäude heute dann auch in Bezug zu nehmen. Ja, es ist natürlich ein Festtag, nicht nur für die AOK Hamburg-Rheinland, dass sie heute das neue Verwaltungsgebäude eröffnet, sondern auch für die Stadt, weil wir entwickeln uns als Gesundheitsstandort des Westens weiter, und eine so innovative und schlagkräftige Krankenkasse wie die AOK gehört natürlich dazu.